war halt ein guter Soldat. Kommen wir zu einem Bauernhaus hin, sind wir rein in die Küche. Der Gruppenkommandant, Schütze 2 und ich. So, beim Tisch, da sitzt der Bauer, da sitzt ein Mädchen, da sitzt ein Mädchen, so mit 10, 12 Jahren, da sitzt der Bauer. Es war ein regnischer Tag, wir haben Zollblattl umgehabt. War ein regnischer Tag. Und haben wir halt gebeten um eine Maust. Und der Bauer hat gesagt, wie kann man heute über so einen kühlen Tag schon durstig sein? Hat er gesagt, jetzt habe ich schon gemerkt, halt, der ist nichts für uns eingestellt, der ist gegen uns eingestellt. Und da rechts sitzt ein Bursche, der wird 22 Jahre alt gewesen sein. Und ich denke mir dann, der muss irgendwie entweder Privatisaner sein oder bei der deutschen Wehrmacht. Und der Vater sagt zum Buben, nimm auf Slowenisch natürlich. Ne? Auf Slowenisch. Sagt er, nimm in Krug, geh in Köln und hau ab. Ne? Hat auf Slowenisch gesagt. Ne? Und ich verstehe das. Ne? Wie der im Krug greift, ziehe ich die Pistolen aus und hänge die hoch. Der Gruppenkommandant, der ist fast aus den Häusern gefahren. Was hast du? Habe ich gesagt, du schau mal einmal, er war Unteroffizier geworden. Ne? Habe ich gesagt, schau ihm seine Schuhe an. Der deutsche Paraschuhe gehabt, also die Strawatzschuhe. Die waren von 1000 Schuhe zum Hause gekriegt. Ne? Oi. So, jetzt haben wir den Burschen mitgenommen. Auf in Lager auf, den bei mir den Quartier auf, mitgenommen zum Kompaniechef. So, oben haben sie verhört, Regiment gemeldet, wir haben da einen Deserteur, das war Deserteur. Aber wäre es nicht schon wurscht gewesen, die zu kriegen? Ja, ich war halt ein Soldat, wie man sagt. Ne? Ja, aus heutiger Sicht, ich hätte es auch nicht anders getan. Ja, weil ich war eben für das, was sie mir hingestellt haben, war ich eben aktiv.